Ich muss schnell schauen, wo er hier drin hoch ist. Moin. Terrorzeit, ich kann nicht mehr. Bleib hier. Wer sitzt denn wo? Scheiße, der Sektkühler ist umgekippt. Irgendwie hätte ich noch gar nicht richtig auf dem Schirm, dass es losgeht. Aber ja, schon. Also, nee, der Blöde ist ja der große Brocken von Flug, wie gesagt. Der hängt mir immer noch davor. Das ist immer so, wenn wir hinfliegen. Alright. Let's do this. Aufgeregt? Ja. Auf jeden Fall. Ich finde den Gedanken so ungut, dass man jetzt einfach ab gleich 12 Stunden am Stück einfach sitzt. Und das in 11.000 Metern Höhe. Macht mir keinen Sinn. Jo. Wie machen es eigentlich Soldaten, wenn die in den Krieg müssen? Ganz genau so. Nur ohne PlayStation Vita im Gepäck. Ja. Schade. Hast du auch die Automatik dabei? Ja, natürlich. Billy, das kann doch nicht wahr sein. Ja, guten Morgen, ne? Guten Morgen. Hallo. Hallo. Na? Na? Ich hab so hart darauf geschwokert, dass du nackt ansteigst. Ja. Guido? Ich hab nackt mit. Ja, du hast nackt mit. Schön. I got nude on me. Habt ihr eure Knarren mit? Jeder. Ja, du siehst gar nicht so müde aus. War noch ein paar Bäder. Wie ist denn das hier? Wie ist denn das hier von der Funktion? Ah, das ist sehr gut. Es ist 5.58 Uhr am Mittwoch, den 27. Februar. Wir sind in Düsseldorf am Flughafen. Es geht auch heute jetzt nach Los Angeles. Wir sind in ungefähr 15 Stunden in der Sonne. Wie geil ist das denn? Wie fühlen sich nach 2 Stunden Flug? Nach 2 Stunden Flug sind erst eine Viertelstunde in der Luft. Ich habe schon was gegessen. Ehrlich. Was gab's denn? Ich habe mir Farfalle mit Pesto genommen. Sehr lecker. Bob Entertainment lässt zu wünschen übrig, aber boxen uns durch. Irgendein Film mit Kirsten Dunst, aber auch nur, weil es ein Film mit Kirsten Dunst ist. Nicht, weil mich der Film interessiert. Was machst du? Ich bastel an dem Song und verliere mich da gerade drin. Und werde am Ende wieder alles rausschmeißen wahrscheinlich. Der Flug war gar nicht so anstrengend, wie ich gedacht hätte. Weil normalerweise, wenn man nach Japan fliegt zum Beispiel, ist man frittiert für 3 oder 4 Tage. Ich fühle mich gerade, es ist ja eigentlich jetzt Mitternacht in Deutschland. Ich fühle mich aber hellwach. Es ist unglaublich warm, also sauhart Sommerurlaubsgefühl. Es hat alles geklappt mit dem ganzen Reinkommen, mit dem ganzen Sperrgepäck, mit der ganzen Zollkontrolle, Passkontrolle, Visakontrolle. Irgendwas muss heute noch schief gehen, das kann sonst gar nicht sein. Das wäre nicht unter uns gesetzt. We'll be right back.
Nee, nee, das ist nicht für uns. Ja, da ist dran, Alter. Das ist richtig geil, so richtig. Da hast du mal gesehen, dass du da rausgehst und dann links guckst und du bist zwei Schritte vom Meer entfernt. Ja, das ist genauso wie es bestellt hat. Mördergeil, wirklich richtig gut. Das ist mördergeil. Hier ist es einfach perfekt. Wir bleiben hier. Ciao Deutschland, das war's. Thou shalt not give in to temptation.